Michael Rode ist Seelsorger im Hamburger Bundeswehrkrankenhaus. Er kümmert sich dort auch intensiv um die Covid-19-Patienten. Das bedeutet, dass wir versuchen, diese Einsamkeit, in der sie sich befinden, ein bisschen aufzubrechen. Und deshalb sind wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger quasi so eine Art Brückenbauer nach außen. Da die Patienten sehr isoliert und einsam sind, versucht Michael Rode, die Angehörigen wenigstens über digitale Kanäle ins Krankenzimmer zu bringen. Denn das sei so wichtig für die Genesung. Angehörigen rät er außerdem, den Kontakt zusätzlich mit Anrufen zu halten oder persönliche Gegenstände wie Fotos ins Krankenhaus zu senden. Und auch wenn die Patientinnen und Patienten nicht mehr so ganz adäquat teilweise reagieren können, da passiert so viel. Und deshalb immer los und immer die Kontakte pflegen. Eine Berührung sei dennoch schwer zu ersetzen. Und manchmal ist es wirklich so, dass die Patientinnen und Patienten auch so eine große Sehnsucht nach Nähe haben. Und wenn sie das wollen und sie das erlauben, dann lege ich ihnen mal die Hand auf die Schulter und auch auf die Hand. Und da passiert ganz viel, auch durch zwei Paar Schutzhandschuhe hindurch, entsteht da eine Nähe, die ansonsten einfach nicht da ist. Auch das Gebet soll Kraft geben. Wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger sind am Bett bei den Patientinnen und Patienten und beten natürlich auch mit ihnen und gucken, was sie brauchen. Und manchmal, muss man fairerweise sagen, geht es auch einfach darum, etwas auszuhalten. Die Angst, die Wut und die Verzweiflung, die auch manchmal auf Gott gerichtet ist, die auszuhalten und mit den Patientinnen und Patienten durchzugehen, das hilft. Pfarrer Steffen Kern wird neuer Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Der 47-jährige Württemberger Pfarrer und Journalist ist einstimmig mit einer Enthaltung als Nachfolger von Präses Michael Diener gewählt worden. Steffen Kern tritt seinen Dienst an der Spitze des Pietistischen Dachverbandes am 1. September dieses Jahres an. Kern leitet seit 2008 als Vorsitzender den Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg, die APIS. Er ist außerdem Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Evangelischen Landessynode in Württemberg. Als Radiopfarrer, Buchautor und Redner ist er weit über die Grenzen Württembergs hinaus bekannt. Vom Rat der EKD wurde er in die Kammer für öffentliche Verantwortung berufen.